Am 7.5. erscheint der neue DLC für Stellaris. Er heißt The Machine Age und ich durfte ihn vorab schon mal anspielen. Vielleicht habt ihr mich ja sogar live gesehen, als ich von Paradox Interactive beauftragt worden war, euch hier diese neue Art von Lichtbogenschweißer vorzustellen. Das habe ich bereits getan, mache ich aber auch in diesem Video noch einmal. Und ich habe auf jeden Fall vor euch jetzt hier die ganzen Spielinhalte, die ich jetzt hier habe kennenlernen dürfen, schon mal zu erklären. Das heißt also, ich erkläre euch, was macht das kybernetische Credo als Ursprung, genauso wie auch die synthetische Fruchtbarkeit, die Lichtbogenschweißer, welche neue Staatselemente haben wir. Es gibt neue Phänotypen, die wir uns anschauen können. Also es gibt also neue Möglichkeiten, unsere Rassen aussehen zu lassen. Wir haben auch neue Schiffsdesigns und was wir ebenfalls haben, das wird man allerdings erst im Laufe des Spiels freischalten. Da kann ich euch nur ein paar zeigen, nicht alle. Das werde ich aber euch auch zeigen. Nämlich, ja, neue Staatsformen. Ja, wir bekommen neue Staatsformen, Leute. Und es gibt natürlich auch eine große Überarbeitung von so Sachen wie kybernetischer Aufstieg, synthetischer Aufstieg und auch wie Maschinen funktionieren. Denn Maschinen sind jetzt nicht mehr an das Gestaltbewusstsein gebunden. Ihr könnt jetzt de facto Maschinen machen, die so intelligent geworden sind, also richtige KIs geworden sind, dass sie eine Demokratie bilden. Oder sogar Megacorp-Maschinen sind jetzt möglich. Und da gibt es auch die eine oder andere eigene Staatselementsache, die ich euch hier versuchen werde in diesem Video zu zeigen. Ich würde allerdings, glaube ich, erstmal mit den Ursprüngen anfangen und dann arbeiten wir uns dann so nach und nach durch alles durch. Ach so, ja, und zwei Megabauwerke gibt es auch noch. Also es gibt eine ganze Menge, aber dazu gleich. Zunächst einmal möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr diesen DLC bei meinem Partnershop Gamesplanet bis Ende des Monats mit 10% Rabatt kaufen könnt, wenn ihr unten auf den Link klickt, der in der Videobeschreibung ist, also einer von den beiden, ne? Es sind ja auch zwei Sachen, die ihr dort euch vorbestellen oder kaufen könnt, nämlich einmal den eigentlichen DLC, The Machine Age, und einmal den Season Pass 8. Bei beiden bekommt ihr 10% Rabatt mit meinem Rabattcode MERPMACHINE und wenn ihr es über den Link kauft mit dem Rabattcode, dann bekomme ich auch noch eine Provision, die allerdings für euch das Ganze nicht teurer macht. Das ist alles schon eingepreist. Ihr unterstützt mich lediglich hier bei meiner Arbeit. So, meine lieben Freunde, jetzt reden wir mal erstmal über die drei verschiedenen neuen Ursprünge. Der erste Ursprung hier, der Lichtbogenschweißer, das ist ein, ein entsprechender Ursprung, der ist für Leute gedacht, die sehr, sehr gerne einerseits Maschinen spielen, weil man kann das Ding nur mit Maschinen wählen. Wenn man so in die Richtung, ich will auch mal diese Weltraum-Bergbau-Bots spielen oder sowas in der Art und Weise, bloß in Hardcore. Wir haben nämlich direkt am Anfang des Spiels schon mal einen sogenannten neuen Lichtbogenofen. Lichtbogenofen ist eine neue Megastruktur, eine von zwei neuen, die sehr, sehr mächtige Vorteile mit sich bringt. Nämlich sie baut, sofern wir eine geschmolzene Welt in unserem Sonnensystem haben, eine ganze Menge, ja, Ressourcen da ab. Und so müsst ihr euch einen Lichtbogenofen vorstellen hier. Also ihr seht, was das Ganze kostet. Ihr seht auch gerade eben schon das andere, den Dyson-Schwarm. Allerdings zu dem kommen wir erst noch. Der Lichtbogenofen ist relativ günstig zu bauen. Am Anfang des Spiels kostet uns 500 Einigkeit jedes Mal, wenn wir so ein Ding bauen. Und 500 Legierungen. Wir können insgesamt drei davon haben. Und ihr seht auf der rechten Seite schon mal, was das Ding jetzt hier für Ausbaustufen hat. Und das ist wirklich enorm. Zunächst einmal machen wir erstmal nur, und zwar auf jedem Asteroid und auf jedem Planetoid, Monde, Planeten, was auch immer, mehr Mineralien. Und wenn wir das Ganze dann ausbauen, wie ihr sehen könnt, später machen wir noch mehr Mineralien. Und dann können wir sogar noch Legierungen pro dieser Dinger machen. Das ist so absurd, ihr seht hier gerade eben so, das mache ich eigentlich alles aus den Weltraumstrukturen hier an dieser Stelle. Ich gehe mal gerade eben mal rein hier in meine Heimatwelt und ihr seht, was hier für eine Ansammlung an Legierungen und Mineralien jetzt hier zusammenkommt. Das passiert alles durch den voll ausgebauten Lichtbogenofen. Ihr seht allerdings, das kommt zu einem gewissen Preis, wenn man das Ganze ausbaut. Da muss man eine ganze Menge an Energy Credits aufbringen. Ich bekomme das zum Glück hin, und zwar wegen dem Dyson-Schwarm, aber zu dem kommen wir gleich noch. Und ihr könnt jetzt halt wirklich sehen, dass also wirklich jeder Art von Planet oder Mond oder auch Asteroid hier in meiner, also natürlich nicht meine eigene Heimatwelt, aber die generieren alle hier eine ganze Menge an Mineralien und auch, entsprechende Legierungen. Und das Krasse ist, das Ganze kann man theoretisch sogar noch verbessern. Also ich habe noch nicht mal hier unbedingt die ideale Ausgangslage, weil ich mich nämlich dazu entschieden habe, eine Individualmaschine zu spielen, die also quasi kein Gestaltbewusstsein hat.
Mit Gestaltbewusstsein ist hier sogar noch mehr möglich, wenn ihr ein bestimmtes Staatselement nehmt, aber dazu kommen wir später noch. Ja, und wie gesagt, also davon habe ich jetzt hier schon mehrere von den Teilen. Aber, wo wir jetzt gerade eben ohnehin schon hier sind, reden wir auch mal gerade eben nochmal über den Dyson-Schwarm, Freunde. Der Dyson-Schwarm ist auch eine neue Art von, ja, sage ich jetzt mal, energieproduzierendem Megastruktur-Line. Muss man wirklich mal so abkürzen, weil ja, es ist nicht so groß wie die eigentliche Dyson-Ummantelung, die das Spiel bis jetzt schon kennt. Also die gibt's immer noch, aber tatsächlich ist das so, dass wir das jetzt hier einfach noch zusätzliche haben können, wie wir sehen können. Und am Ende kann man es hier noch zu einer sogenannten Wundersphäre noch aufbauen. Also da gibt's richtig, richtig krasses Zeug, was man hier machen kann. Und wir können einfach die normale Energie, die eine solche Sonne oder ein Stern produziert. Moment, das ist es nicht. Genau, hier ist es. Können wir einfach dann je nach Ausbaustufe, wir gehen jetzt hier mal rein und gucken uns das Ganze hier an, einfach noch mehr Energie von so einem Stern rausholen. Man macht es natürlich am besten auf einem Stern, der von Haus aus hier schon eine absurde Menge an Energie produziert. Da gibt es manchmal ja Ausnahmen. Ne? Die meisten machen nur so 2 Energie. Manche machen auch 3 und dann geht ihr natürlich dorthin, wo ihr mehr rausbekommt und dann bekommt ihr diesen Multiplikator mit 1500 oder auch also Maximum ist 3000 Prozent mehr an Ressourcen, die ihr da rauskitzeln könnt. Und ich habe schon welche gesehen von diesen Dingern, die halt wirklich 112 allein auf der Stufe 2, also am Ende könnt ihr wahrscheinlich 224 Energy Credits aus einem einzelnen Stern rauskitzeln. Und das ist de facto etwas, was wir im Early Game schon machen können. Hier habe ich jetzt gerade eben nochmal einen Speicherstand für euch, wo ihr seht, dass ich hier noch ein bisschen mehr Legierungen und auch Mineralien aus diesem Sonnensystem hier rauskitzeln konnte. Und das liegt daran, dass ich hier dieses neue Staatselement genommen habe. Das stelle ich euch an dieser Stelle jetzt einfach schon mal vor, weil es thematisch super passt. Nämlich hier die Weltraumbergbaudrohnen. Dabei konzentrieren wir uns noch mehr auf den Weltraum und konzentrieren uns gar nicht mehr so sehr auf die Planeten. Ihr seht, wir machen immer weniger Mineralien und immer weniger Energy Credits durch unsere Arbeiter auf Planeten, aber wir bekommen einen fetten Boost von plus 50% auf die Produktion von Bergbaustationen, grundsätzlich schon mal. Dann Sternbasenkapazitäten werden erhöht. Ihr seht, ich habe schon 21 Sternbasen, die ich theoretisch haben kann an dieser Stelle. Die Baukosten für Orbitalstationen wird reduziert und insgesamt wird die Produktion von Drohnen auf Planeten generell nochmal hart reduziert, wie ihr sehen könnt. Aber es hat noch ein paar weitere Vorteile, wenn man diesen Weg einschlägt. Wir bekommen nämlich dann dadurch hier sogenannte Weltraum-Bergbaumodule, die man jetzt hier auch tatsächlich mehrfach bauen kann. Und ihr seht, jedes davon gibt halt dann nochmal mehr Produktion bei Bergbaustationen. Und es gibt noch ein weiteres Gebäude hier, der Weltraum-Bergbauknoten. Der gibt uns auch nochmal Bergbaustationsboni, also beim Abbau von dem Ganzen. Man kann ja also alleine dadurch, wenn man sich dafür entscheidet, jetzt hier nicht mehr sich auf Planeten zu verlassen, sondern wirklich nur noch auf die entsprechende, ja, Galaxie sich zu verlassen und richtig schön weit spielen will, also sehr, sehr, ja, viel an Platz jetzt quasi einnimmt und überall dann diese Lichtbogenöfen hinmacht, sofern man natürlich die entsprechenden geschmolzenen Welten findet, seine gesamten Mineralien und Energy Credits und auch Legierungen im All produzieren. Es gibt aber noch ein weiteres Staatselement, die sogenannten Genesis-Architekten. An dieser Stelle ist er erwähnt, das ist etwas, was nicht nur die Maschinen machen können und auch nicht nur die mit Gestaltbewusstsein. Das ist etwas, was wir überall finden. Das finden wir bei den normalen Regierungsformen, als auch beim Schwarmbewusstsein, als auch bei den Unternehmen. Es heißt da bloß manchmal immer so ein bisschen anders. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Teil. Da bekommen wir keine normalen Kolonieschiffe, sondern wir bekommen sogenannte Genesis-Archen. Und mit diesen Genesis-Archen kolonisieren wir einerseits unsere Planeten, wie üblich auch. Nur, wir haben nochmal, wie ihr sehen könnt, einen Rabatt auf Terraforming. Wir beschleunigen das Terraforming noch. Und wir haben auch noch einen weiteren Bonus, nämlich wir produzieren jedes Mal, wenn wir eine neue Welt kolonisieren, beinahe vernunftbegabte Bewohner, die uns
Einigkeit produzieren. Und wenn wir sie dann später tatsächlich aufwerten zu intelligenten Lebensformen, dann bekommen wir per Event nochmal eine große Menge Einigkeit und weitere kleine Boni. Das ist also wirklich sehr, sehr nice und bietet sich für ein entsprechendes Roleplay an, wie zum Beispiel jetzt hier bei meinen Magrathea, ne? Also ihr wisst ja vielleicht per Anhalter durch die Galaxis, habe ich mir gedacht, das passt da super rein, weil ja, wir dadurch halt letztendlich Lebensformen und Planeten erschaffen. Wir bauen das Universum für sie. Und so kann man sich das letzten Endes hier vorstellen. Ihr könnt aber auch natürlich dann irgendwas hier kombinieren mit zum Beispiel ja, dem Baum des Lebens oder sowas in der Art und Weise. Das sind die Ideen eigentlich, die ihr haben könnt, nur eure Fantasie letzten Endes ausgesetzt, beziehungsweise die Ideen sind, also eure Fantasie ist das Einzige, was die Ideen beschränkt. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Nur der Vollständigkeit halber zeige ich es euch auch gerade hier nochmal, ne? Also wenn wir jetzt quasi dieselbe Fraktion nehmen, nur halt jetzt letzten Endes nicht mehr als Gestaltbewusstsein, dann heißt es halt Genesis-Führer und bringt dann halt hier diese dargestellten Boni. Das gibt es dann allerdings auch hier, das heißt dann jetzt hier als Astrogenese-Technologien. Also ihr seht, das ist das Ding, was wir quasi mit jeder Art machen können, auch mit dem Schwarmbewusstsein. Und was an dieser Stelle auch noch ganz, ganz kurz erwähnt sein sollte, wenn ihr euch also für Maschinen entscheidet, die dann kein Gestaltbewusstsein sind, sondern halt quasi ein ganz, ganz normales Volk, dann habt ihr natürlich auch hier die entsprechenden Maschinenvorteile wie schneller Replikator oder auch die Kriegsbots und so weiter und so fort hier in eurer Auswahl und könnt dann entsprechend hier eure Maschinen ja entsprechend kriegerisch oder friedlich oder wie ihr auch immer haben wollt ausbauen. Wenn ihr euch dazu entscheidet, allerdings beim Gestaltbewusstsein zu bleiben, das soll sich ja schließlich auch noch lohnen, haben wir nämlich auch ein neues Staatselement, das uns insbesondere, wenn wir kriegerisch sein wollen, hier helfen kann, nämlich die taktischen Algorithmen. Dadurch bekommen unsere Kommandanten, wie gesagt, diese taktischen Algorithmen, wir können tatsächlich als Maschinen, das können wir normalerweise ja nicht, Söldnerenklaven gründen und beginnen das Spiel bereits mit einer gebauten Militärakademie. Die Militärakademie gewährt uns übrigens dann auch taktische Einblicke. Wir können Kommandanten, die außerhalb unseres Reiches stationiert sind, letzten Endes dadurch buffen. Die bekommen, wie ihr sehen könnt, Ausweichen, Zielgenauigkeit und Durchschlagskraft gegen Schilde und Durchschlagskraft gegen Panzerung. Darüber hinaus bekommt jede Söldnerenklave, die unter unserer Herrschaft ist, hier Schildverhärtung plus 10%. Also die werden dann sogar noch besser. Darüber hinaus gibt es dann auch noch, wie ihr sehen könnt, ihr noch mehr Grundinformationsstufe. Also wir haben eine gewisse Spionage dadurch am Laufen. Und unser Legionsknoten wächst schneller und wir haben dadurch natürlich überhaupt noch mal mehr Kapazität an Söldnerenklaven. Dann gibt es noch ein sehr, sehr seltsames Staatselement, nämlich die Zwangsdirektive. Wir sind also quasi programmierte Maschinen, die ursprünglich mal für ja, sterbliche Lebensformen wohl Konsumgüter produziert haben. Und auch wenn die heute nicht mehr existieren, produzieren wir die weiter. Und ich habe selber noch nicht gespielt, aber es gibt wohl dann so eine Art Event bzw. Situation, irgendwie sowas in der Art und Weise wird es wohl geben, bei der wir permanent also diese entsprechenden Anforderungen an Produktion erfüllen müssen. Und wenn wir das schaffen, dann bekommen wir wohl Belohnungen. Und last but not least, zumindest jetzt hier für die Gestaltbewusstseinsmaschinen, gibt es jetzt hier auch noch die diplomatischen Protokolle, wie ihr sehen könnt, wo ihr auch versuchen könnt, mit mehr Gesandten und mehr diplomatischer Bedeutung und Vertrauensobergrenze eher eine etwas friedlichere Diplomatie in der ja, Galaxie zu betreiben. Und dann wollte ich euch natürlich auch noch die neuen Traditionen und die Veränderungen der Traditionen zeigen. Dafür müssen wir zweierlei Sachen uns angucken. Wir fangen jetzt hier mit den Maschinen an. Und zwar gibt es jetzt hier die Tradition der Modularität, der Nanotechnologie und der Virtualität. Bei der Modularität können wir, wenn wir das Ganze jetzt hier annehmen, wie ihr sehen könnt, tatsächlich lebendes Metall durch unsere Metallogen bekommen. Darüber hinaus werden unsere Maschinen zu Syntheten, also die werden zu so halb ja, biologischen Lebensformen oder sie ahmen quasi biologisches Leben nach. Wir haben einen verringerten Unterhalt durch unsere Jobs, weil wir wohl effizienter laufen und haben dann natürlich die Möglichkeit, hier diesem Pfad zu folgen. Zunächst einmal produzieren jetzt hier bei schneller Ersatz unsere Arbeiter 10% mehr Ressourcen. Monatlich optimierte Bewohner mit der Eigenschaft der Kategorie Automodifikation plus 4. Dann haben wir den hier auch die Aufsplittung dieses Pfades hier. Die Flüssig-Metall-Verbindungen. Mechanische Bewohnermontage, Robotik wird erhöht, ne? Also wir bekommen einfach noch mehr Bewohnermontage. Und
Es kostet uns weniger Unterhalt an lebendem Metall für unsere Replikatoren, also eine neue Art von Gebäude, die dann halt lebendes Metall verbrauchen. Dann haben wir hier die hochqualitativen Verbesserungen. Das sorgt noch dafür, dass unsere Manager mehr Arbeiterproduktion durchführen. Dann haben wir die Befriedungsmodule. Unsere Soldaten produzieren noch mehr Stabilität. Insgesamt gibt es noch mehr Stabilität und unsere Armee macht satte 50% mehr Armeeschaden bei Invasionen und Verteidigung. Als letztes haben wir dann hier noch die fortschrittlichen Werkzeuge, schaltet fortschrittliche Eigenschaften für die Spezies-Modifikation frei. Aber ihr seht, wir bekommen nochmal 4 Punkte auf unsere Spezies-Modifikation und die Spezies-Eigenschaften obendrauf. Darüber hinaus kostet es uns 50% weniger, also an Zeit, um die Forschung durchzuführen, um die Spezies zu modifizieren. Wenn wir dann die Modularität komplett uns geholt haben in dem Traditionsbaum, dann haben wir, wie gesagt, jetzt hier 4 zusätzliche Eigenschaftspunkte, in der wir dann quasi unsere Körper komplett neu definieren können. Wir haben natürlich immer noch die Möglichkeit, hier, wie wir sehen können, uns wasserdicht zu machen, also dass wir quasi eine ozeanische Anpassung bekommen. Immer noch den anpassbaren Körper natürlich können wir wählen. Wir können uns immer noch Boni für die entsprechenden Ressourcen hier sichern und auch für die Forschung und so weiter und so fort. Aber das ist noch nicht mal unbedingt das Großartige. Das kommt jetzt erst gleich noch. Ich mache hier nur ganz, ganz kurz mal hier über alles drüber, damit ihr das euch alles im Zweifelsfall kurz mal mit einem Pausebildschirm anschauen könnt, falls ihr euch da für irgendeines von diesen Dingern etwas näher interessiert. Und jetzt kommen wir nämlich gleich zu den dunkelblauen Sachen, die ein bisschen spannender sind, wie ihr sehen könnt. So, und da geht's jetzt auch schon los. Wir beginnen hier mit unterdrückt. Dann haben wir hier, wie ihr sehen könnt, mehr Ressourcen aus Jobs. Allerdings Erfahrungszuwachs für diese Art von Anführer wird deutlich reduziert, kann keine Anführer generieren darüber hinaus, kann nicht in den Arbeitsplätzen Herrscher oder Spezialisten eingesetzt werden. Also im Grunde, man kann ja wirklich so eine Art Slave-Maschinen produzieren. Dann hier gibt es die abgeschoppten Komponenten, das kostet uns 4 Punkte. Das erhöht deutlich die Bewohnbarkeit, ein bisschen die Ressourcen aus Jobs und erhöht nochmal die Lebensdauer von Anführern. Wobei, da gibt es noch was Cooleres. Dann gibt es noch die Monoform, reduziert die Wohnraumnutzung wirklich drastisch um -80% und verbessert nochmal die Baugeschwindigkeit von Bewohnern, die übrigens ohnehin schon ziemlich gut ist. Also ich habe auf diesem Planeten inzwischen schon eine Baugeschwindigkeit von über 7 Punkten pro Monat. Das nun mal so nebenbei. Die inquisitive Axiome, mehr Produktion durch Forscher, weniger Unterhalt durch Anführer und weniger negative Eigenschaften durch Anführer. Dann dunkle Materieantriebe macht, das ist echt krass, wir verbrauchen zwar dunkle Materie, aber machen dann 60% mehr Ressourcen aus Jobs. Das ist einfach nur krass. Ne? Also ihr seht aber auch schon, ne, das ist jetzt nicht unbedingt vereinbar mit den Weltraumautomaten. Da macht es überhaupt gar keinen Sinn. Aber wenn ihr euch dagegen entscheidet, Weltraumautomaten zu sein, dann ist das hier richtig fett, wenn ihr euch auf die Planeten konzentriert. Dann lebende Metallaugmentierungen. Lebensdauer von Anführern nochmal um 50% erhöht. Bewohnernutzung von Dienstleistungen drastisch reduziert, kostet aber lebendes Metall. Dann biometrische Montage. Ihr seht, wir haben also nochmal weniger Unterhalt für die Robotiker, also eine bestimmte Berufsgruppe, müssen aber dann tatsächlich Nahrung ausgeben und exotische Gase, um das hier aufrechtzuerhalten. Dann haben wir hier den Matrixhandel. Das erhöht unseren Handelswert um unfassbare 50%. Allerdings kostet es uns auch, wie ihr sehen könnt, hier Energy Credits und seltene Kristalle, diese Jobs zu unterhalten. Dann haben wir hier die techgetriebenen Werkzeuge. Industriejobs, also wie Metallurge, Handwerker und so, werden mit 20% weniger Unterhalt versehen, verbrauchen also weniger Mineralien. Allerdings erhöht sich wiederum der Mineralienpreis und wir verbrauchen auch flüchtige Teilchen. Da müsste man mal rauskriegen, durch Spielen, ob wann sich das lohnt. Ne? Dann gibt es hier, wie wir sehen, kommt noch den exotischen Treibstoffverbrauch. Ressourcen nochmal 15%. Allerdings ist es jetzt hier nicht so krass. Ne? Das ist wieder der Standard, der jetzt hier dazugekommen ist. Dann hier noch mehr Produktion durch Metallurgen, Bewohnbarkeit um 30% erhöht und hier nochmal die Unsterblichkeit, die ewige Maschine, die man auch schon am Anfang wählen konnte. Dann haben wir die Nanotechnologie. Bei der Nanotechnologie bekommen wir ein neues Gebäude, nämlich die Naniten-Forschungseinrichtung. Darüber hinaus noch verfügbares Sternenbasengebäude, den Naniten-Ernter.
Ihr seht also quasi, wir machen dann alles mit Naniten. Dann die Annahme aller Nanotechnologie-Traditionen gibt dem Nanitenernter alle 5 Jahre Verbesserungen in Form einer vergrößerten Nanitenvorkommens oder eines Nanitenschwärmerschiffes. Diese Effekte werden durch die Größe des Planeten begrenzt, auf dessen Oberfläche die Vorkommen erzeugt werden. Also wir bekommen dadurch einfach noch mehr Naniten. Und es reduziert auch noch übrigens ja die Reichsgröße von Planeten. Das ist richtig, richtig cool. Wenn man halt einfach viele Planeten oder viele Habitate haben will, dann bekommen wir also quasi nicht diesen Ausbreitungs- oder Reichsgröße-Malus. Wenn wir das Ganze dann hier annehmen, haben wir dann hier entweder die Wahl, hier die Aggregierungssysteme zu nehmen, die uns jetzt hier Nanitenforschungskomplexe geben. Nahrung durch Landwirte wird reduziert, aber ihr seht, dass die Landwirte dann plötzlich Naniten produzieren. Und die Bergarbeiter machen auch weniger Mineralien, aber plötzlich Naniten. Wenn wir das Ganze hier weiter verfolgen, können wir dann hier den ungezügelten Konsum machen. Wir können dann eine Entscheidung treffen, eine Welt zu subsumieren, was das immer auch bedeuten mag. Dann haben wir hier die Molekularkonfiguration. Ein Nanotech-Kessel wird als Gebäude freigeschaltet, der es uns ermöglicht, die Nanitentransmutation durchzuführen. Ich glaube, das ist ein Gebäude, da können wir schon erahnen, was das bedeutet. Dann haben wir hier die Flut der Vorherrschaft. Neues Schiff, der sogenannte Nanitenschwärmer. Also es ist eine neue Art von Schiff. Der bekommt dann hier die Nanitenautokanone, das Nanitenreparatursystem und die Nanitenflakbatterie ebenfalls noch mit. Also wir haben also jetzt die Möglichkeit, diese Nanitentechs, die es schon ursprünglich teilweise gegeben hat, ich glaube noch nicht ganz in diesem Ausmaß, jetzt auch zu benutzen und haben ein neues Schiff. Dann haben wir hier, wie ihr sehen könnt, noch die Nanitenaugmentierung. Da bekommen wir die nanobetriebenen Lieferketten, koordinierte Nanokomplexe und Nanoverbundsgeneratoren. So in etwa könnt ihr euch dann diesen Naniten-Interdiktor oder diesen Nanitenschwärmer, besser gesagt, im Endgame vorstellen. Ich habe das Ganze jetzt hier mal kurz mal so ein bisschen zurechtgecheatet. Ja, das ist das Ding. Ihr seht, es hat keinen Unterhalt. Es kostet lediglich Naniten, egal was ihr einbaut, und ist sehr, sehr schnell zu bauen. Dauert also nur 30 Tage, um es zu bauen. Und also ihr könnt einen riesen Haufen von diesen Dingern halt quasi auf Halde packen, um dann quasi in riesigen Schwärmen über eure Feinde herfallen, wenn ihr das tun wollt, mit einer sehr, sehr hohen Ausweichchance, die ihresgleichen sucht. Ja, ihr seht jetzt, ich habe auch hier diese Naniten-Autokanonen jetzt hier schon mit reingenommen, aber die gibt es natürlich auch noch in einer anderen Variante. Wir können hier zum Beispiel auch noch eine Punktverteidigungsvariante hier mit reinnehmen, mit der Naniten Flak-Batterie, wie ihr sehen könnt, als Alternative. Dann könnten wir auch noch hier eine reinnehmen, wo wir einen Träger drin haben. Mit, ja, wie ihr sehen könnt, hier den fortschrittlichen Trägergeschwadern oder uralten Bergbaudrohnen. Und last but not least hier noch die Variante mit den Neutronenwerfern oder den Torpedos. Dann habe ich hier für euch die Nanitenforschungseinrichtung, die wir auch durch die Naniten bekommen können. Die bringen uns Nanotech-Wissenschaftler, die aus Konsumgütern und Naniten Forschungspunkte herstellen. Dann gibt es noch den Nanitentransmutierer, den kennen wir ja bereits. Der war ja schon früher im Spiel drin, der ist jetzt bloß etwas regulärer drin. Und dann gibt es hier noch den Nanotech-Kessel, der Legierungen produziert. Das ist allerdings relativ teuer in meinen Augen. Das kostet richtig viel Energy Credits, wie ihr sehen könnt, und verbraucht darüber hinaus auch noch Naniten. Als letztes lasst uns natürlich auch noch über die Virtualität sprechen. Also wenn wir die Situation abgeschlossen haben, dass wir virtuell werden, also unsere Körper im Grunde hinter uns lassen. Die Annahme der Virtualität gibt beim Bau neuer Gebäude oder Distrikte sofort Bewohner. Also die werden sofort erschaffen an dieser Stelle. Das heißt also, ja, wir müssen keine Bewohner mehr bauen. Einfach alle Jobs sind automatisch durch KIs gefüllt. Das ist sehr, sehr krass. Virtuelle Bewohner können nicht länger umgesiedelt werden oder zu Flüchtlingen werden und damit auch nicht entführt werden. Alle Maschinenanführer erhalten die Eigenschaft virtueller Anführer. Neue planetare Entscheidungen sind übrigens verfügbar. Serverlast reduzieren und Server herunterfahren. Wenn wir das dann wählen, haben wir die Möglichkeit, hier die gruppierte Kapazität zu wählen. In unserem digitalen Leben laufen die Datenströme und so weiter und so fort zusammen. Das bringt uns hier, wie ihr sehen könnt, die Spezialeigenschaft virtuell und sie wird modifiziert durch
mehr Ressourcen durch Jobs plus 175%. Allerdings für jede zusätzliche Kolonie, die wir besitzen, wie ihr sehen könnt, geht dieser Bonus um 25% runter. Das heißt, wir sollten uns wirklich genau ausrechnen, wie viele Kolonien wir uns überhaupt erlauben wollen. Das heißt, ihr seht, wenn ihr virtuell spielen wollt, dann spielt ihr Tall. Dann spielt ihr mit so wenig Planeten wie möglich. Vielleicht sogar mit nur einem einzigen, wenn ihr das hinbekommt. Dann, wie ihr sehen könnt, habt ihr aber auch noch einen erhöhten Bewohnerunterhalt, auch noch pro Kolonie. Also wirklich, wie gesagt, wenig Kolonien wählen. Dann haben wir noch die Alternative zu sagen, wir nehmen die datengesteuerten Logikschleifen. Das reduziert den Unterhalt für unsere Forscher und Manager und auch für unsere Anführer. Darüber hinaus wird die Reichsgröße von unseren Bewohnern reduziert, allerdings die Reichsgröße von Planeten drastisch erhöht. Dann haben wir hier noch die Kapazitätssynchronisation. Neue Richtlinie, virtueller Forschungsschwerpunkt. Dies erlaubt es uns, unsere virtuellen Prozesse zu spezialisieren, um entweder unsere Forschung, unsere Einigkeit oder unsere Anführer zu verbessern. Was auch immer das bedeutet. Dann haben wir hier noch die Produktivitätssimulationen. Distrikte, die die folgenden Jobs bereitstellen, stellen zusätzliche Jobs bereit. Also wir bekommen zusätzliche Büroangestellte, Manager- und Forscherjobs. Dann als letztes haben wir noch die anpassbaren Serverwartungen. Für jeden Job als Büroangestellter auf einem Planeten bedeutet das, dass die Ressourcen von virtuellen Bewohnern um 1% verbessert werden. Also für jeden, also umso mehr Büroangestellte wir haben, desto mehr Boni bekommen wir daraus. Hauptweltgebäude erhöhen die Anzahl an maximalen Distrikten auf den planetaren Aufstiegsstufen um 1, 5 und 10 um jeweils plus 1. Also wir bekommen mehr Distrikte und können dadurch noch mehr Bevölkerung annehmen. Und hier zeige ich euch auch gerade eben nochmal jetzt hier diese Entscheidungen. Ne? Also wir können jetzt hier Server herunterfahren und damit Kolonien komplett zerstören, dann sind die weg. Und wir können hier die Serverlast reduzieren, fährt arbeitslose Bewohner mit der Eigenschaft virtuell herunter. Das heißt also quasi, dann verschwinden die, dann sind die weg und wir haben also quasi keine Arbeitslosigkeit hier. Und hier nochmal ein ganz, ganz kleiner Ausblick darauf, was es bedeutet, ein virtueller Anführer zu sein. Ihr seht, man wird zunächst einmal unsterblich. Na, wie gesagt, man ist virtuell. Man ist eigentlich nur noch quasi eine Codezeile oder es ist vielleicht sogar ein bisschen komplexer. Und ihr seht, dass das jetzt hier halt auch eine ganze Menge Vorteile noch mit sich bringt, insbesondere im Bereich Forschung oder auch hier Einfluss. Hier gibt es tatsächlich sogar noch weitere Sekundäreffekte. Also, aber es ist hauptsächlich Forschung, was man letzten Endes jetzt hier bekommt. Also, ihr seht, man kann da eine ganze Menge machen. Und das Interessante an dieser ganzen Sache ist, dass ihr euch am Anfang ja noch gar nicht festlegen müsst, ob ihr jetzt hier virtuell werdet oder modular oder zu einem Nanobot. Das könnt ihr dann davon abhängig machen, was eure Galaxie euch für Möglichkeiten hier offeriert. Hier zum Beispiel hätte ich sehr, sehr viele Planeten. Hier wäre ich, glaube ich, nicht virtuell geworden. Da wäre wahrscheinlich eher die Naniten-Sache für mich sehr viel interessanter gewesen. Damit kommen wir dann jetzt hier zum kybernetischen Credo. Und ihr seht auch schon, ich habe hier diese Fraktion Adeptus Mechanicus genannt, weil es relativ nah an den Adeptus Mechanicus aus Warhammer 40.000 rangeht. Allerdings nur nah und nicht exakt gleich. Ja, was ist hier los? Wir beten im Grunde die Vereinigung von Mensch und Maschine an und versuchen deswegen irgendwie, ja, einen Weg zu finden, das zu perfektionieren. Wir haben als Aufstieg nur den kybernetischen Aufstiegsweg. Das heißt also, es gibt gar keinen anderen Weg für uns, also den Cyberpunk-Weg zu wählen, um es auch mal so auszudrücken. Und wir starten das Spiel mit sehr, sehr einzigartigen Gebäuden. Wir haben nämlich eine sogenannte Credo-Aufstiegsinfrastruktur, die uns eigene, wie ihr sehen könnt, Amphibia-Theater des Bewusstseins. Es gibt besondere Jobs, wie ihr sehen könnt, hier also normale Forscherjobs natürlich, aber auch, wie ihr sehen könnt, die Harus-Spezies, die machen, ja, wie ihr sehen könnt, Einigkeit und Ingenieursforschung aus Konsumgütern. Dann gibt es die Schmiede der Gemeinschaft, wo wir auch noch entsprechende solche Jobs haben, wie ihr sehen könnt. Metallurgen sind dort mit drin, genauso wie auch Handwerker. Also das sind sehr, sehr, ja, unübliche Gebäude, die wir sehen könnt, hier auch noch Soldatenjobs, hier in den Zinnen des Stahls hier produzieren und im Sanktuarium der Arbeitsamkeit gibt es dann tatsächlich auch noch ein bisschen Nahrung, Energy Credits und Mineralien. Also der Anfang ist
sehr, sehr anders als das, was ihr normalerweise kennt. Und es gibt immer wieder Events, die uns dann darauf hinführen, uns immer mehr der Kybernetik hinzuzuführen. Vor allem das Wichtigste ist, dass wir dann hier die integrierte Kybernetik, das ist eine garantierte Technologie, die wir schon relativ früh erforschen können und wir sollten die auch schon sehr, sehr früh erforschen, weil nämlich so geht die Storyline weiter. Dann können wir also so nach und nach unsere Kybernetisierung durchführen und ins eigentliche Spiel, getrieben von dieser Storyline, unserer Religion, hier letzten Endes voranzuschreiten. Und an der Stelle sei noch erwähnt, wir haben auch noch eine weitere einzigartige Spielmechanik, nämlich wir haben hier ja sogenannte, wie soll ich sagen, eigene Fraktionen. Es sind vier verschiedene Fraktionen, die umeinander wetteifern, wer von ihnen die wahre Lehre der Kybernetisierung mehr oder weniger vertritt. Also es sind alles vier so Kybernetisierungsfanatiker, aber jeder von ihnen ist der Meinung, die anderen drei sind untrue. Also die anderen drei haben den falschen Weg. Und wir haben dann halt einfach die Möglichkeit oder auch die Aufgabe, sie davon, ja, sie alle irgendwie zu vereinen oder uns eine davon auszuwählen, welchen Weg wir wählen wollen. Da haben wir einige Möglichkeiten auf unserem Pfad, wenn wir das Ganze jetzt hier spielen. Aber natürlich müssen wir dann auch noch über die Kybernetik selber sprechen. Ich habe jetzt ja die Kybernetik hier schon mal komplett angenommen gehabt, wie ihr sehen könnt. Und da bekommen wir einfach 10% mehr Ressourcen durch unsere Cyborgs. Denn ab jetzt sind wir Cyborgs. Dann bekommen wir noch sogar noch mehr Spezieseigenschaften organisch, um dann letzten Endes uns noch genetisch modifizieren zu können. Dann gibt es, wie ihr sehen könnt, auch hier die Transsubstantiationssynthese. Was für ein Wort. Ich habe es garantiert falsch gesagt. Ihr erhaltet Zugriff auf die Assimilation von anderen Staatsbürgern. Also ihr könnt also quasi andere Lebewesen auch zu eurer Spezies, zu Cyborgs konvertieren. Dann splittet sich das Ganze auf hier zu metabolischen Wiederaufbereitungen. Das heißt, unsere Cyborgs kosten uns 10% weniger Unterhalt, also weniger Nahrung, weniger Energie und so weiter. Das geht dann runter hier noch zu Augmentierungsüberlastung. Dann bekommen unsere Augmentatoren, das ist ein besonderer Job, pro Augmentierungszentrum noch, also ich habe einfach zwei zusätzliche Augmentatoren. Ihr wisst schon, der Job halt. Den gucken wir uns kurz mal an. Das hier wäre dann hier so ein Augmentierungszentrum und ihr seht, diese Augmentoren, die machen, wie ihr sehen könnt, Ingenieursforschung, Dienstleistungen und Bewohnerwachstumsgeschwindigkeit. Und das ist eine ziemlich nette Kiste, vor allem mal so, weil wir dadurch, Moment, müssen wir ganz, ganz kurz mal warten. Ich sehe es gerade eben leider nicht, wie viel wir jetzt hier tatsächlich bekommen, aber es ist eine Menge. 6,88 jetzt hier an der Stelle, das kann sich sehen lassen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da noch tatsächlich noch ein paar Jobs dazukommen, ne? So, dann gibt es hier noch die integrierte Anatomie, erlaubt die Auswahl von Cyborg-Eigenschaften in der Spezies-Modifikation für unsere kybernetische Spezies und erhöht nochmal die Spezieneigenschaften um plus 1. Abschließend bekommen wir dann noch die modulare Kybernetik. Genmodifikationspunkte und Spezieseigenschaften mechanisch gelten auch für organische Spezies und die Kosten für das Umwandeln unserer Spezies ist um 50% reduziert. Und dann gehe ich auch mit euch nochmal ganz, ganz kurz jetzt hier durch diese ganzen Eigenschaften, die dadurch freigeschaltet werden. Also dann haben wir jetzt einmal jetzt hier das gefrorene Klima, wie ihr sehen könnt, wo wir uns anpassen können. Bekommen wir also eine Spezialisierung darauf, aber für alle anderen bekommen wir Mali. Dasselbe gibt es dann auch, wie ihr sehen könnt, für nasses Klima und natürlich auch für das trockene Klima. Erhöht allerdings auch, wie ihr sehen könnt, jedes Mal nochmal die Energy Credits Unterhalt für unsere Spezies. Das heißt, die verbrauchen dann mehr Energie. Als Negatives gibt es hier noch die Knappheitsalgorithmen, zarte Körper, das ist sehr, sehr heftig. Dann gibt es hier noch die integrierten Waffensysteme. Ja, integrierte Waffensysteme in unserem Körper. Cyberpunk lässt grüßen. Armeeschaden plus 100%, reduziert aber auch die Kriminalität, wie ihr sehen könnt, kostet aber auch Energie. Dann hier kann ich die Sozialforschung und die Physikforschung, die Ingenieursforschung verbessern, da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Dann gibt es hier nochmal die Dienstleistungen, die nochmal krass verbessert werden können. Handelswert kann krass verbessert werden. Dann haben wir hier noch die Reichsgröße von Bewohnern, die modifiziert werden kann. Erfahrung, Zuwachs von Anführern. Dann hier die Leistungsintensiv. Dann kostet uns halt einfach jeder Pop mehr Energie. Das ist heftig. Lernende Algorithmen.
Erfahrungszuwachs von Anführer wird verbessert, Unterhalt von Anführer wird ebenfalls reduziert und weniger negative Eigenschaften pro Anführer. Hier noch mehr Bewohnernutzung für Dienstleistung als negativer Trade und hier das Umgekehrte, wenn wir sagen wollen, nee, ich will, dass sie weniger Dienstleistung hier benutzen wollen. Und dann gibt es ja natürlich noch die verbesserten Speicher später, die hier noch freigeschaltet werden können. Sperrig, mehr Wohnraumnutzung und so weiter. Das Gegenteil natürlich dafür. Also wir haben da eine ganze Menge Möglichkeiten, wie wir dann auch jetzt hier unsere Cyborgs hier an der Stelle, wie ihr sehen könnt, noch anpassen können. Auch hier gibt es zum Beispiel die Automodifikationseigenschaften, wie ihr sehen könnt. Modifikatoren werden automatisch aus einer vorgegebenen Liste von Eigenschaften ausgewählt, die dem Job entsprechen. Also auch die können sich de facto anpassen an den Job und dadurch entsprechende Boni generieren. Dann gibt es noch, das sind noch die normalen Dinger. Okay, damit haben wir also diese Dinger durch. Wenn wir dann unsere volle Versalberung abgeschlossen haben, als der Cyberpfad logischerweise, schalten wir auch, wenn wir das wollen, neue Regierungsformen frei. Ihr seht es da oben jetzt hier gerade eben schon, das sind neue Symbole. Und zwar bekommen wir dann jetzt hier die demokratische Augmentokratie oder auch die oligarchische Kybertheokratie und so weiter und so fort. Ihr seht, die haben teilweise sehr, sehr ähnliche Boni, insbesondere hier bei den reichsweiten Effekten. Aber zum Beispiel jetzt hier beim Heimatsystem oder auch bei den Herrscherboni, da gibt es Unterschiede. Ihr müsst im Zweifelsfall einfach ganz, ganz kurz Pause machen und euch diesen Moment anschauen, wenn ihr das im Detail wissen wollt. Das gibt es dann auch als ja, entsprechenden Sakraltech-Konzern, also als so eine Art Mega-Cyber-Kirche. Als letztes möchte ich euch natürlich dann jetzt hier von den drei verschiedenen Origins noch die synthetische Fruchtbarkeit zeigen. Aber da sind wir immer noch nicht ganz beim Ende. Aber um was geht's hier? Ich habe das schon gespielt und es ist eine absolut einzigartige Erfahrung. Sowas hatten wir noch nicht. Wir spielen hier eine Spezies, die im Grunde die Fähigkeit verloren hat, sich fortzupflanzen und de facto anfängt zu sterben. Ja, das ist tatsächlich der Fall. Wir starten zwar mit plus 9 Bevölkerung. Man denkt erstmal, wow, wie stark. 9 mehr Bevölkerung am Anfang, total OP, aber wir haben halt einfach diese pathogenen Gene. Wir haben eine drastisch zurückgehende Bevölkerung. Das geht wirklich sehr, sehr schnell und wir müssen unglaublich schnell hier diesen Vorteil hier nutzen, nämlich, dass wir von Anfang an jetzt hier die garantierte Technologie künstliche Arbeitskräfte benutzen können, um dann erstmal unsere normalen Arbeiter durch Roboterarbeiter zu ersetzen. Im weiteren Verlauf der Geschichte müssen wir dann versuchen, synthetisch zu werden, also unsere Körper komplett durch Maschinenteile zu ersetzen und unsere Gehirne de facto in Maschinen hochzuladen. Und deswegen haben wir dann als einzigen Aufstiegsvorteil hier, den wir wählen können hier, den synthetischen Aufstiegsweg und alle anderen sind für uns blockiert. Ja, und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt tatsächlich noch in-game. Ihr seht allerdings, ne, es gibt einige Einschränkungen. Man darf zum Beispiel keine Maschine von Anfang an sein. Es darf auch keine dauerhafte Festanstellung sein, die es hier gibt. Und noch ein paar weitere Staatselemente dürfen auch nicht sein. Hier habe ich die Syntheten schon durchgeführt, Freunde, wie ihr sehen könnt. Ich habe also hier zunächst einmal mir den Bonus hier geholt, hier mehr mechanische Spezies-Eigenschaften und Genmodifikationspunkte zu bekommen. Und auch hier wiederum das Modifizieren 50% billiger zu bekommen. Dann bekommt man hier, wie ihr sehen könnt, weniger Dienstleistungsnutzung durch unsere Roboter. Also wir zählen ab dann als Roboter logischerweise, damit man das wissen kann. Dann geht es hier runter zu mehr Produktion für unsere Roboter. Wir machen also 10% mehr von allen Ressourcen, was auch immer wir produzieren. Dann haben wir hier die Transsubstantiationssysteme. Schon wieder so ein Wort, was ich gerade überhaupt nicht aussprechen kann. Ich weiß auch nicht warum. Gewährt Zugriff auf die Staatsbürgerschaft Assimilation. Genauso also auch wie bei der Kybernetik können wir also assimilieren. Und effiziente Energiesysteme sorgen dafür, dass der Unterhalt für unsere Bevölkerung reduziert wird, die Roboter sind. Und auch die Robotiker und Identitätsdesigner zahlen auch weniger Unterhalt für ihre Aufgabe. Na, also nur damit wir wissen, worüber wir reden jetzt hier also quasi über diese Jobs hier zum Beispiel. Last but not least bekommen wir hier noch die vorgefertigten Komponenten. Die erlaubt es unseren Hauptweltgebäuden tatsächlich sogar noch Robotikerjobs zur Verfügung zu stellen, die dann auch noch zusätzliche Dienstleistungen ermöglichen. Moment, wir schauen uns das gerade eben jetzt hier mal an. Also ihr seht es jetzt hier, die machen hier tatsächlich auch nochmal Robotiker. Hat man jetzt hier gerade eben gesehen.
Okay, ich kann es leider nicht aussehen, aber ihr seht, ihr könnt es hoffentlich sehen. Und dadurch erhöht sich natürlich auch nicht nur unsere Dienstleistung, sondern auch die Zahl unserer entsprechenden Jobs, die wir jetzt hier letzten Endes haben, um unsere Bevölkerung zu erhöhen. Und natürlich können wir auch über diesen synthetischen Pfad, ich kann an dieser Stelle allerdings nicht garantieren, dass es jetzt hier vollständig ist, neue Regierungsformen bekommen, wenn wir das also alles durchgezogen haben. Ich hatte da mehrere Entscheidungen, die ich getroffen habe und habe nicht alle durchgemacht, ne, weil das alles relativ lange gedauert hat. Ich habe jetzt einfach mal einen Pfad durchgezogen und werde das einfach mal jetzt hier mal zeigen. Es kann sein, dass das alles ist, es kann aber auch sein, dass es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt. Kann ich an dieser Stelle leider nicht sagen. Aber fangen wir mal an jetzt hier mal mit dem demokratischen Surrogat, wie ihr sehen könnt. Da haben wir also eine neue Form von Demokratie mit neuen Werten. Dasselbe gibt es dann auch quasi als Oligarchie, wie ihr sehen könnt. Da gibt es ja also, wie ihr sehen könnt, Ressourcenproduktion, Herrscher pro Vollstrecker, Unterhalt für den Herrscher wird erhöht, aber auch die Erlasse werden billiger, Kosten für Erlasse werden billiger, Reichsgröße von Distrikten gehen runter, von Planeten und so weiter und so fort. Ihr könnt also, wie ihr sehen könnt, jetzt hier die Gebäude auch modifizieren, die Forscher. Also hier gibt es dann tatsächlich mehr einzigartige Dinge, wenn ihr diese Synthetenwege wählt, als jetzt zum Beispiel bei den Kyberneten. Und es gibt sogar noch hier einen Erinnerungskonzern, der dann auch noch, wie ihr sehen könnt, hier eine Klinik für klare Gedanken uns jetzt hier noch ermöglicht. Dann kann man sogar noch durch eine neue Art und Weise zur Krise werden, nämlich durch die sogenannte Kosmogenese. Wir klicken mal drauf, ich wähle das Ganze jetzt hier und dadurch können wir durch unsere unstillbare Neugier, wie ihr sehen könnt, zu einem echten Problem für die Galaxie werden. Zunächst einmal Stufe 1, Bedenken, Krisenstufe 1. Ihr seht, das Ganze hier, da brauchen wir wohl erforscht neue Technologien. Mit jeder neuen Technologie, so klein sie auch sein mag, erhalten wir Einblicke in das Innenleben der Realität. Wir versuchen also de facto die Realität zu erkennen und dann im Grunde zu hacken, wenn ihr so wollt. Also im Grunde Raum und Zeit zu verändern und damit quasi alle anderen in eine Krise jetzt hier letzten Endes zu stellen. Wir können auch hier Unendlichkeitsthesen hier, wie ihr sehen könnt, erforschen, Scholarium-Vasallen halten, Neuralchips einsetzen, Forschungsnexusse kontrollieren und dann generieren wir halt so nach und nach hier diese Punkte, die wir brauchen, um dann hier durchzulaufen. Angefangen hier gibt es hier noch die Wetware, schaltet die Technologie für die Megastruktur Synapsenschmiede frei. Dann hier einfache Gebäude eines gefallenen Reiches können nun als Forschungsoption erscheinen. Ihr seht also, wir können de facto zu einem gefallenen Reich werden. Nicht baryonische Energie, schaltet die Technologie für die Schiffskomponente dunkle Materieenergie frei. Was ja auch durch ein gefallenes Reich normalerweise entstehen kann. Fortschrittliche Logik ermöglicht das Anhäufen von fortschrittlicher Logik, das Abschließen von Krisenzielen, also das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Ne? In der zweiten Stufe haben wir dann, wie ihr sehen könnt, dann hier Rätselbegleitschiff, schaltet die Technologie für das Begleitschiff eines gefallenen Reiches frei, also das ist die kleine Variante. Ich bin so gespannt, was die Dinger können. Ich habe es selber noch gar nicht gesehen. Ich werde es im Let's Play machen, Leute. Das ist mein Let's Play-Ziel, auf jeden Fall. Dann haben wir hier die fortschrittliche Ernte. Fortschrittliche Gebäude eines gefallenen Reiches können nun als Forschungsoption erscheinen. Dann gibt es hier noch die Technologie enigmatischer Decoder und dunkle Materieantrieb. Schaltet die Technologie Gravitationspinsel frei, die uns näher an das Erreichen unserer Ziele bringt. Mehr Sozialforschung pro Monat. In der dritten Stufe schaltet die Technologie für Schlachtkreuzer eines gefallenen Reiches frei. Diese Dinge sind normalerweise schon so stark wie frühe ganze Flotten, ne? Dann komplexe Infrastrukturen, komplexe Gebäude eines gefallenen Reiches können nun als Forschungsoption erscheinen. Dann gibt es hier die Nicht-Baryone, exotische Nicht-Baryone, schaltet die Technologie für die Schiffskomponenten enigmatischer Kodiere und dunkle Materie-Deflektoren frei. Ewige Expansion schaltet die Technologie theoretische Unendlichkeitsthese frei, die uns näher an das Erreichen unserer Ziele bringt. Mehr Ingenieurforschung. Katastrophe, Stufe 4. Schaltet die Technologie für Titanschiffe für gefallene Reiche frei. Oh mein Gott. Goldenes Zeitalter, außergewöhnliche Gebäude eines gefallenen Reiches können nun auch von uns erforscht werden.
Panzerung und Bewaffnung. Wir bekommen die künstlichen Drachenschuppen und die Tachyonenlanzen. Dann schaltet die Technologie Regeln der Realität frei, die uns näher an das Erreichen unseres Zieles bringt. Schaltet zudem die wiederholbare Technologie angewandte Unendlichkeitsthese frei, die erhebliche Mengen fortschrittlicher Logik einbringen kann. Und wir machen noch mehr Physikforschung. Als letzte kommt das Ende aller Existenz. Schaltet die Technologie aufkeimende Universen frei, die uns den Bau einer Horizontnadel und das Erreichen unserer Ziele ermöglicht. Dann arkane Gebäude eines gefallenen Reiches können nun auch erscheinen. Das sind die höchste Stufe der Gebäude. Und als letztes haben wir noch die Schiffskomponenten Naniten-Reparatursystem, Naniten-Autokanone und Naniten-Flak-Batterie. Aber die können wir ja auch über den Naniten-Tree bekommen. Aber es ist ein alternativer Weg, wie ihr sehen könnt. Na, also hier haben wir dann die Zusammenfassung der Kosmogenese. Hier unsere Krisenziele. Und das soll es jetzt erstmal davon gewesen. Aber wo wir gerade eben noch von Krise sprechen. Es gibt nämlich dann auch noch eine neue Endgame-Krise. Nämlich die Synthetenkönigin. Und ich habe sie selber noch nicht erlebt, aber das ist wohl auch etwas, was mit einem dunklen, gefallenen Imperium zusammenhängt und ein vergessener Feind soll wohl wieder auftauchen und erschüttert die Grundfesten der Macht der Galaxie. Ja, es gibt eine neue Endgame-Krise. Und auch die werde ich in meinem Let's Play natürlich spielen, meine lieben Freunde. So viel dazu. Dann habe ich noch ein weiteres Startelement für euch, das man allerdings nur benutzen kann, wenn man keines der neuen Origins verwendet, nämlich das natürliche Design. Das natürliche Design ist auf eine gewisse Art und Weise auch ziemlich weird, denn es sperrt alle Aufstiegspfade. Wir können nicht kybernetisch werden, wir können nicht modular werden, wir können auch nicht uns irgendwie genetisch verändern, gar nichts. Nichts davon ist möglich, denn wir sind quasi schon die perfekte Spezies, zumindest glauben wir das. Wir haben ein besonderes Gebäude, das sogenannte Genom-Service-Zentrum, das uns hier diese entsprechenden Boni hier bringt. Wir sehen, könnt mehr Ressourcen aus Jobs durch die Arbeiter, dann haben wir auch noch mehr Wachstumsgeschwindigkeit und mehr Einigkeit durch Medizinjobs und so weiter und so fort. Das ist also eine ganze Menge Zeug, was wir hier rausbekommen. Und wir haben sogar noch einen krassen Startvorteil. Das muss ich euch nämlich hier zeigen. Denn wir starten, wie ihr sehen könnt, mit mehr Eigenschaftspunkten und mehr wählbaren Punkten, wodurch wir tatsächlich von Anfang an schon eine deutlich stärkere Rasse bauen können, als es normalerweise zu Spielbeginn möglich ist. Das ist zwar nur ein kleiner Boost, aber es ist ein ziemlich wichtiger Boost an der Stelle, der jetzt euch ermöglicht, also wirklich sehr, sehr wilde Kombinationen zu machen und dann so wie ich zum Beispiel jetzt hier das Reich der Snobs jetzt hier zu bauen, die dann auch noch Puristen sind. Also sie sind die Besten und sie wissen es und wollen mit anderen nichts zu tun haben. Ne? Nur so als Beispiel. Ne? Und ihr seht also die Kombination jetzt hier schon mal sehr langlebig und stark zu sein und traditionell. Das finde ich schon eine sehr, sehr kräftige Kombination jetzt hier. Aber ob es wirklich gut ist, das findet ihr erst raus, wenn ihr es selber mal gespielt habt. Als letztes Staatselement habe ich dann für euch noch hier etwas für die Megakonzerne, nämlich die Augmentierungsbasare. Dafür müssen wir eine Grundvoraussetzung erfüllen. Also einerseits, wie ihr sehen dürft, wir dürfen jetzt hier erstens keine Maschine sein und zweitens, wir müssen eine kybernetische Grundeigenschaft besitzen, nämlich entweder die Bohrmaschine, Erntemaschine oder supraleitend, also die uns hier ein paar kleine Ressourcenboni hier bringen, wie ihr sehen könnt. Dann können wir dieses Staatselement wählen und wie ihr sehen könnt, wir dürfen auch hier nur kybernetischer Aufstieg wählen, also wir werden de facto Cyberpunks gezwungenermaßen. Wir können dann als Gebäude uns den Augmentierungsbasar bauen, wie ihr sehen könnt, der uns Kaufmänner zur Verfügung stellt, der dann wiederum hier Konsumgüter in Einigkeit, Dienstleistungen und Handelswert umwandelt. Darüber hinaus gibt es auch noch sogenannte Augmentatoren, also das sind die Typen, die unsere Verbesserungen, unsere Augmentations im Englischen vornimmt. Der produziert, wie ihr sehen könnt, Ingenieurforschung und Dienstleistungen. Wir bekommen aber auch noch ein weiteres Besitztum als mögliches, hier nämlich, also auf anderen Planeten, bei anderen Reichen, nämlich das sogenannte Weltraumimplantatsknotengebäude. Da produzieren wir dadurch mehr Handelswert. Wir produzieren auch, wie ihr sehen könnt, dort oben Ingenieursforschung und haben auch diese sogenannten Augmentor-Jobs, die dann wiederum diese Ingenieursforschung und Dienstleistungen produzieren. Und natürlich gibt es noch weitere Dinge, die es in diesem Spiel noch gibt, aber die ich euch alle in diesem Ausmaß gar nicht zeigen kann, meine lieben Freunde. Ich schlage euch einfach vor,
Schaut mein Let's Play an, da könnt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen was davon sehen, falls ihr es euch selber nicht holen wollt, also den neuen DLC, den Machine Age. Und falls ihr ihn euch doch holen wollt, meine lieben Freunde, ihr wisst Bescheid, unten in der Videobeschreibung könnt ihr 10% sparen mit meinem Rabattcode über den Link zu Gamesplanet. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.